Hallo und herzlich willkommen bei Legendary Games. Schön, dass ihr reinschaut. Heute mit der Einzelspielerkampagne in Nordafrika. Wir sind bei der Mission 5 Kommunikationsfehler und wir werden wieder mit Trommel Richtung Tobruk vorstoßen und dann wahrscheinlich am Ende Richtung El Alamein. Die ganze Geschichte wird ja erzählt mit so Einheimischen, die in Nordafrika zwischen diese Kriegsparteien der Briten und der Achsenmächte geraten. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Es gibt auch Company Heroes 1, 2 und 3 hier im Kanal. Da findet ihr jede Menge Videos zu dieser Spielereihe und natürlich auch zu anderen Echtzeit- und Rundenstrategiespielen. Also wenn euch das gefällt, einfach abonnieren und viel Spaß jetzt beim Zusehen. Even when we were able to push the Germans back, they made us pay for that success. Our victories were small, but they gave us hope we could cling to as the war raged on. Our Signet vehicles are under fire, but we can still make a difference. Quickly, rescue them! The British have finally detected our Signet battalion, no doubt in retaliation to our recent ambush. The last message sent by Signet warned us of an assault force approaching them. The Australian Vanguard has already started to engage our forces, but the Signet's vehicles need time to pack up before retreating. They have also lost all communication with our forward barracks. We must contact each vehicle ourselves and protect them as they pack up and make their way to safety. Time is of the essence. The Allies' main assault force could arrive at any minute. We cannot let them capture our vehicles or any sensitive documents that haven't already been destroyed. With all the communication issues and the enemy's incoming assault, the situation is grim. The Signet Battalion has helped us tremendously in the past. We cannot afford to lose them, so let us return the favor. Also die Fernmeldeeinheit retten. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das da steht. Also überall steht ein bisschen Zeug rum. Ich würde sagen, wenn von da oben der Main-Push kommt, dann würde ich sagen, fahren wir mal hier einen Panzer her. Den auch. Den kleinen Deppenpanzer. Die sind immer nervig. Fahren wir mal hierher auch. Die haben schon einen Befehl, der, noch so ein kleiner Panzer. Von denen halte ich ja nicht so viel. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir überall hinlaufen müssen. Also ihr seid ja klar. Ihr nehmt das mit und das mit. Und dann lauft ihr hierher. Ihr sammelt nur ein. Pioniere dort zu behalten ist gut, weil wir dort ja auch die Truppen haben. Haben wir jetzt hier keine besetzt? Dann nehmen wir mal die mit. Warum besetzen die keine Panzerwaffen? Lassen wir erstmal die Leute laufen, die laufen. Ihr lauft noch nicht. Da vorne ist doch auch Zeug. Also ihr lauft mal hierher. Daher und daher. Und hebt dann das Ding da auf. So, habt ihr auch was zu tun? Die sind noch nicht im Einsatz. Das mitnehmen, das mitnehmen. Das mitnehmen, das besetzen. Und zwar genau in der Reihenfolge. Ja, die Stellung haltet ihr schon, keine Angst. Die Allied Vanguard
that is overwhelming our signals team. Cover them while they prepare to fall back. Jetzt müssen wir mal schauen. Hier haben wir auf alle Fälle den ersten eingenommen. Hier drüben kracht es ja auch. Wir gehen mal mit der Panzerkanone, wenn sie schon kommen, auch irgendwo hier in Stellung. Müssen wir schauen. Da hinten sind die ganzen Fünfer. Also tue ich sie mal hier platzieren. Ah, vielleicht hier. Ersten Eck drücken. Wir gehen mal hierher. Ja, läuft. Passt alles noch. Stay with them to ensure they can finish before retreating. Signals has started packing up one of their vehicles. Stay with them to ensure they can finish before retreating. So, dann fahren wir nochmal außen rum. Signals has started packing up one of their vehicles. Stay with them to ensure they can finish before retreating. So, das Auto hatte schon mal Erfolg. Gut, stopp. Ihr geht mal hierher. Ihr fahrt mal davor. Die zwei kleinen fahren, lassen wir mal da drüben fahren. Jetzt muss ich schauen, wo meine Reparierer sind. Die laufen erstmal hierher. Die müssen ja danach dieses Auto da reparieren. Stopp. Sind das Leute oder Panzer? Leute. Granatwerfer. Könnt ihr die treffen? Ihr dürft dieses Fahrzeug reparieren. Da stehen ja noch welche rum. Die schickt man nach vorne. Wir fahren mal mit dem Panzer ein bisschen rum. Hier kommen Einheiten. Okay, hier auch. Stopp. Männchen. Ja, so jemand wäre gut. Aktuell raucht so viel, das sind die besten Leute, die man kriegen kann. Sturmgrenadiere, ja, sind natürlich auch gut, aber sieht's denn aus? Ist das Auto fertig? Ja. Schauen wir mal, wer da kommt. Fahrzeug oder Männchen? Männchen, gut. Männchen sind immer gut. So, jetzt müssen wir mal da drüben schauen. Mal hier geht's langsam zur Sache. Und tschüss. Judging by the last message sent by the signals team,
The main British assault force should be no farther than 4 kilometers from us by now. Wir müssen nach hinten. Nee, ey, dass es immer ins Hauptmenü springt, ne? Das ist so cool. Ich habe deswegen den Panzer verloren, ne? Es macht mega Spaß, wenn das Fenster einfach sich ständig auf und zu macht. Ja, die kriegt er. Hier müssen wir noch mal was reinwerfen, wenn ich das richtig sehe. Hier, bitteschön. Einmal nur für euch. So. Einen kriegt man, jawohl. Da sind welche und da sind welche, okay. Hier drüben kommt jemand. Einmal Maschinengewehr hier aufbauen. Und einmal Maschinengewehr hier aufbauen. Wir müssen danach da hinten. Da sind nämlich auch welche. Naja, das passt. Über die Flanke. Ich hab gedacht, das sind die. Naja, ja, ja, laufen Schritt, laufen Schritt. Die dürften weg sein. So, wir müssen wieder hierher. Stopp mal. Die vorgelagerte Kaserne. Ja, euch kann man immer brauchen. Panzergrenadiertrupps kann man auch immer brauchen. Diesmal musst du hierher laufen. Nur noch 2 Kilometer, Jungs. So, vor, vor, vor. Und zurück, ihr müsst mal nach ganz nach Hause da rennen. Jetzt müssen wir mal schauen, wen wir hier haben. Also nochmal vorrücken. Ja, die sind schon tief eingegraben. Ja, die sollen halt mal fahren. An mir soll es nicht scheitern. Überhaupt kein Problem, aber ich, das Entscheidende wäre mal, ich halte mal kurz an, wo sind denn die Jungs? Die stehen eigentlich nicht schlecht. Die sollen halt da vorne den Graben besetzen, mein Gott. Wichtig wäre, dass der mal sich zurückzieht. Die haben die Gräben unter Kontrolle.
Ah ja, kommt auch noch rein. Und? One of the Signals vehicles has finished packing up and is making its way to our rendezvous point. Make sure they reach it safely. Wo sind denn meine Typen? Die können doch reparieren. Eins kann nicht mehr fahren. The Allies' main assault force has arrived. Brace yourselves. Be ready to escort a Signals vehicle. They have finished packing up and are heading. Mann, ey, also jetzt mal ernsthaft, das ist doch nur Dummheit gerade eben. Verteidigen Sie das Fahrzeug? Ja, verteidige, du musst nur fahren, Junge. Das passt schon. Hier müssen wir mal her. Die wollen kämpfen. Zurück, 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 zurück. Der will da drüben fahren, also gehen wir auch darüber. Ja klar, und der schafft es auch. Das ist kein Problem, wir sind genug. Die vorgelagerte Kaserne füllt mal auf. Sollte sie eigentlich schon die ganze Zeit machen. Und ihr müsst nur schauen, dass es ein gutes Rückzugsgefecht gibt, dann passt alles. Der ist ja auch in Sicherheit. Wunderbar. Nehmen wir nochmal so eine Panzerbüchse zur Sicherheit. Für mich ist auch ein Granatwerfer. Und dann würde ich sagen, ist doch der Rückzug schon erledigt. Ja, ich sehe jetzt da nicht das große Problem, den müssen wir mal zurückziehen lassen. Aber die zwei MGs, die beschäftigen doch alles. Da gibt's doch keine zwei Meinungen. Und tschüss. Und dann noch die da drüben killen. Ja. Ist jetzt nicht so das große Problem da drin. Wir haben alle geschafft. Und damit ist auch diese Mission erledigt, oder? Excellent work. Most of our intel is saved, although I cannot calculate to what extent it has been compromised. We cannot wait longer and risk the British organizing a defense. I'm ordering an immediate assault on Tobruk. I met an Italian one night. In the confusion of battle, we'd ended up in a trench together. We were both tired of fighting. So we talked. I told him about my family. He told me about his. He had a daughter too. The fighting started again at dawn. The Italian was shot, and I tried to save him. For a moment, the war seemed so pointless. But my daughter's letters reminded me of life in Benghazi and what I was fighting for. My family and my home. Ibba? كان لليمان سوق. إرسبدن مدن دلتان سكوان بحارة يسقسينو
كان يقول ام اسد ولا نتا اسمك كل واري غيرنا الى اسري اسوا يو ذا جيرل كم هير ولا امي روانا ورسنا سكاربلا غيقا اسمعي ايبا. Das war die fünfte Mission vom Afrika-Feldzug. Es geht dann weiter im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bleibt dran am Kanal und unterstützt uns mit einem Like, einem Follower oder auch mit Kommentaren. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr weitere Videos hier auch schaut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.